Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Grid 2 Online Multiplayer. Da ist er, die Sau. Nissan Nismo. Der Nismo. Ich weiß nicht, warum das Nissan nicht angezeigt wurde beim letzten Mal, aber das ist er. Es ist ein 4-Wheel-Drive-Grip-Wagen. Das ist nicht allzu sexy, aber ich habe mehrfach jetzt schon in den verschiedenen Foren, also Quelle Internet übrigens, gelesen, dass das wohl der beste Tier 2-Wagen mit Abstand ist. Ist der nächste, auf den ich spare, auch wenn es ein 4-Wheel-Drive-Grip ist. Das muss nicht allzu viel heißen. Also auch der hier zum Beispiel ist auch ein Front-Wheel-Drive oder 4-Wheel-Drive. Ich glaube Front-Wheel-Drive-Grip. Der geht aber trotzdem gut in die Kurven und driftet auch gut. Und der hier driftet weniger gut und ist ein Hinterradantrieb. Also was soll's. Der 122.500, das ist die nächste Marke, die ich erreichen will. Und das mache ich wie? Genau, indem ich Rennen fahre. Dafür bin ich hier. So, jetzt hoffe ich nur, dass ich in eine Playlist komme, wo ich noch schnell mein Voice ausschalten kann. Das nervt immer am meisten, wenn ich gerade so im letzten Moment reinkomme und dann Voice nicht ausschalten kann. Aber jetzt habe ich es zum Glück gerade noch so geschafft. Und das Rennen ist auch gerade vorbei, wenn ich das richtig sehe. Ein Face-Off, Tier 1. Einer ist noch im Rennen. Das müsste... Ja, da ist es vorbei. Alles klar, ein Tier 4. Ein Race. Ich mach mal ein Veto. Hallo, worum geht's? Ich bin dagegen. Das möchte ich nicht fahren, aber bitte. Wenn ich damit ein bisschen Geld verdienen kann, dann mache ich auch das. Ich sollte vielleicht mal gucken, dass ich mir einen anderen Tier 3 Wagen aufwerte als diesen dämlichen Honda. Aber das ist der einzige, den ich habe, glaube ich, oder? Das ist der einzige... Ich muss später nochmal nachgucken, was ich in Tier 3 habe und was ich davon in Tier 4 aufwerten könnte. All dieser Honda, ganz ehrlich, da kann ich nicht mit umgehen. Aber gut, das ist ein alter Hut, kennen wir schon. Brauche ich nicht viel zu erzählen. Ach, schon wieder ein Frosch im Hals. Ich trinke mal gerade noch einen Schluck. So. Hoffe, jetzt wird's besser. Also, ein ganz normales Rennen. Kein Drift, kein Checkpoint, kein gar nichts. Einfach nur gegeneinander. Wer am erste im Ziel ist, hat gewonnen. Gibt's viel zu selten, finde ich. So, wenn das hier auch jetzt auch mal losgehen könnte, dann wäre ich sehr, sehr dankbar. That would be great. Dankeschön. So, ich starte an zweiter Position. Guck an. Bin ich so schlecht? Oh, geht los. Okay, der ist gerade unsichtbar geworden. Der bleibt auch stehen. Naja, gut. Oh nein, nein. Enge Bergstraße mit dem... Wow, mit dem Honda, ja, herzlichen Dank. Oh Mann, das wird haarig. Das wird haarig. Okay, der da vorne zieht gut weg, aber... Noch halte ich mich ganz ordentlich. Noch ist nichts verloren. Jetzt ist alles verloren. Das war's. Jetzt ist vorbei. Alter, jetzt halt dich mal in der Spur, du Auto. Mann, Mann, Mann. Junge, Junge, das ist echt anstrengend, dieses scheiß Auto zu fahren. Na, verflucht. Jetzt fliegt mir auch noch eine Mücke um den Kopf. Das gibt's doch gar nicht. Das ist erschwerte Umstände. Oh Mann. Hätte ich ihn fast verloren. Okay, aber man darf einfach nicht Vollgas geben, glaube ich, mit dem Auto hier. Also ein bisschen kurz vor Vollgas. Ach Gott, okay, ja, also den zweiten Platz sehe ich nicht mehr, den werde ich definitiv nicht mehr kriegen. Da verabschiedet sich meine Stoßstange.
So, und die hinter mir, ja, die können aber noch ordentlich aufholen. Ich habe noch zwei Wiederholungen. Und ich fürchte, damit werde ich nicht hinkommen. Ja, da holt er schon auf. Verdammt. Ich bin zu langsam. Scheiße. Naja, gerade mal das, die Hälfte des Rennens vorbei. Und da kommt er schon. Ja, herzlichen Glückwunsch. Was ist das denn für ein Auto? War da nicht noch einer? Ist da nicht noch einer direkt hinter mir? Uiuiui, uiuiui. Nein. Scheiße, Mann! Ist keine Chance, den zu halten. Wenn der einmal wegbricht, dann ist vorbei. Kann man froh sein, wenn man sich nicht überschlägt mit dem Auto. Ist schon wieder Feuerwerk im Hintergrund. Guck an. Oh, okay. Nein, nein, nein. Oh, Mann. Langsam, langsam. Okay. Ja, und da kommst du schon wieder von hinten. Oh, ja, mit einem halbwegs anständigen Auto wäre das nicht passiert, aber... Ja, das ist doch unfassbar. Das ist unfassbar. Wie gesagt, diese engen Bergstraßen, da ist doch keine Chance noch zu korrigieren. Keine Chance, irgendwas abzufangen. Oh, das ist ein Zentimeterspiel. So, jetzt, okay, ich habe Glück gehabt, der hinter mir hat offensichtlich ein bisschen kleines Fehlerchen gemacht. Und wenn ich Glück habe, komme ich sogar noch ins Ziel. Ja, sieht gut aus. Boah, anstrengend. So, was haben wir denn da? Bugatti Veyron scheint irgendwie... Obwohl, der hinter mir fährt auch ein Bugatti Veyron. Ist also kein Energie... Kein Gewinngarant. Energiegarant. Was habe ich denn da schon wieder im Kopf gehabt? Oh, sehr schön. Mal ein bisschen was abgeräumt hier. Kommen wir unserem Nismo in großen Schritten näher. 16.2. Okay, Level soll mir fast egal sein. Oh, kann sich sehen lassen. So, komm, nächstes Rennen. Kein Tier 4, bitte. Was auch immer, aber kein Tier 4. Irgendwas anderes. Na ja, komm, schalt um. Das ist vorbei. Das hatten wir gerade. Tier 2. Time Attack. 4 Runden. Okay, Tier 2. Was fahre ich in Tier 2? Ach ja, Tier 2 ist der Nismo. Ist die Frage, was fahre ich jetzt? All dieser BMW Touring Car, den ich mir da gekauft habe, da bin ich echt nicht mit zufrieden. Weil ich bin erst einmal damit gefahren. Ja, aber vom Fahrgefühl hat er mir nicht gefallen. Also, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich könnte... Was ist das denn bitte? Wo habe ich den Golf R Performance her? So, ich könnte den fahren oder ich könnte den fahren. Der lieber nicht, der auch nicht. Ich gebe ihm noch eine Chance. Komm, probieren wir es mal aus. Dem BMW. Schließlich habe ich dafür teuer Geld gelatzt, habe groß drauf hingespart und dann, naja, ein Rennen gefahren und gemerkt, das ist er nicht. Aber gut, ich gebe ihm noch mal eine Chance. Gucken mal, wie er sich jetzt schlägt. Aber ich wundere mich gerade, dass ich diesen Golf R Performance habe, weil Performance ist eigentlich für die DLC-Loser gedacht. Die Idioten, die sich das Geld aus dem Kreuz leiern lassen. Und ich habe definitiv kein DLC gekauft, also das wüsste ich aber, das hätte ich mitbekommen. Keine Ahnung, warum ich den in der Performance-Version habe. Also den Golf habe ich mir gekauft, ja, aber nicht, also hier in-game halt, normal. Nicht als DLC. Aber egal, mit dem Golf komme ich ja eh nicht klar. Oh schön, lange Geraden. Ich glaube, da ist der etwas stärker als der andere, das andere Touring-Car, das ich mir ansonsten ausgesucht hätte. Schauen wir mal, vielleicht kann er ja doch was, je nach Strecke. Vielleicht war es einfach nur die falsche Strecke für den Wagen. Okay, das ist jetzt mal eine Highspeed-Strecke. Oh, oh, oh.
da war es vorbei mit Highspeed. Okay, da habe ich etwas zu aggressiv gebremst. Alles klar, dann schauen wir mal, was der kann. Ja. Holt schon gut auf. Na komm rum. Nee, nee, der geht mir zu wenig in den Drift. Nee, da muss ich zu aggressiv anbremsen, damit der in den Drift geht. Das ist nicht optimal. Mein erster Eindruck bestätigt sich leider. Und ich wiederhole es nochmal. Ich wünschte, man könnte diese Scheißdinger, bevor man sie kauft, irgendwie mal Probe fahren. Mal so ein Gefühl für das Auto kriegen. Anstatt so blind so ein Auto zu kaufen. Macht doch kein Mensch. So, und in die lange Gerade. Ich hoffe, dass der da so ein bisschen seine Stärke ausspielen kann. Obwohl der auch nicht der Beste in Topspeed ist, glaube ich. So, klar, jetzt bin ich erstmal Erster, weil ich als Erster durchs Ziel gefahren bin. Was fährt der denn so? 260 fährt der. 270. Ja, okay, in den Kurven geht er was runter. Schauen wir mal, wie wertvoll diese Zeit ist. Jetzt bin ich schon wieder Vierter. Müssten aber eigentlich auch alle durch sein. Das heißt, die erste Runde als Vierter beendet. Okay, das kann sich schon mal sehen lassen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ich jetzt noch einen drauflegen kann. Ah, nee, das war's. Zweite kann ich vergessen. Die zweite Runde ist hinüber. Na, da kommt er auch schon. Werde ich schon wieder eingeholt. Okay. Ah, hängt mir am Nacken da. Was fährt er denn? Wahrscheinlich den Nismo. Naja, das ist der Nismo, glaube ich. Oh, Entschuldigung, das war keine Absicht. War ich ein bisschen abgelenkt. Der ist aber auch sauschnell, guck dir den mal an. Wer ist denn das? Das müsste dieser Philipp FCB sein, oder? Der gerade auf dem ersten fährt. Ich wollte schon sagen, da hat es ihn etwas von der Strecke gefegt, aber den hat er gut abgefangen. Wahrscheinlich sogar so geplant. Nee, der fährt auch gut. Da noch das richtige Auto hat. Aber man, die Kurve ist fies. Weil, also es geht. Wenn man ihn ein bisschen mit der Handbremse anbremst, dann kommt er auch in den Drift. Ein bisschen mit Gefühl kann man den Drift sogar kontrollieren, aber... ich bin nicht überzeugt. Also vom Handling her finde ich immer noch den ich vorher hatte. Ah, herzlichen Dank. Die Runde auch versaut. Ach, Mann, sehr ätzend. Okay, die letzte Runde werde ich wahrscheinlich auch wieder versauen. Also vom Handling her fand ich den... Ich habe keine Ahnung, welcher Wagen das war. Den ich vorher halt die ganze Zeit gefahren bin. Den fand ich vom Handling her noch am besten. Ja, keine Bestzeit. Der war allerdings extrem langsam. Schlechte Beschleunigung, der hat eine schlechte Endgeschwindigkeit. Das war, naja. So, da hat er sich gerade die Runde versaut. Das sah zumindest ganz so aus. Das sah nicht geplant aus. So, jetzt kommen wir nicht dumm. Ja, herzlichen Dank. Arschloch. Da bemüht man sich fair zu fahren, da bemüht man sich normal zu fahren und dann kommt so ein Penner daher. Ah, das hasse ich ja. Ja, das heißt, diesmal habe ich mir die Runde nicht selbst versaut, diesmal hat er mir die Runde versaut. Macht's nicht besser. Guck dir mal an, wie der fährt, das ist ja wohl. Ja, und dann das. Ja, herzlichen Dank. Nee, da war die erste Runde tatsächlich die beste. Das ist natürlich peinlich. Aber nicht das erste Mal. Ach, Mann. Das nervt echt. Ohne Scheiß. So ein Vollidiot, der einen dann wegrammt.
Aber, ne, herzlich willkommen im Internet. Wenn du das auf der echten Rennstrecke machen würdest, dann würdest du disqualifiziert werden, dann würde dich keiner mehr mit dir fahren wollen, weil du ein Vollidiot bist. Aber im Internet ist das völlig normal. Ja, Philipp FCB mit dem Nismo ganz vorne. Ich sag ja, das Auto kann das. Der ist gar nicht mal schlecht. Obwohl, ja, der 10. Platz ist halt auch den Nismo. Also, das heißt nicht unbedingt, dass es ein gutes, dass man damit immer weit vorne steht. Na schön, komm, ein Rennen mache ich noch. Dann soll es das für heute auch erstmal wieder gewesen sein. Ist auch schon wieder spät. Muss ja bald mal wieder ins Bettchen gehen. 10.000, immerhin, immerhin. Gut, die 800 Impact-Bonus hätten sie sich auch sparen können. Habe ich wahrscheinlich abgezogen bekommen, weil ich gerammt worden bin. Sonst hätte ich da wahrscheinlich das Doppelte bekommen. Macht total Sinn. Aber wer gerammt wird, ist offensichtlich ein rücksichtsloser Fahrer. Hätte dem anderen ja auch einfach Platz machen können. Aber ich hate schon wieder, das will ich ja gar nicht. Es macht ja Spaß. Ist halt nur schade. Was? Wie manche Leute fahren. Komm, ein Rennen will ich aber noch fahren. Hoffentlich kann ich jetzt dieses Voice ausschalten. Alter Schwede, da habe ich ja immer Angst vor. Ja. Sehr gut. Voice ist aus. Wir fahren. Time Attack Tier 1. 5 Runden. 5 Runden. Das sind kurze Runden dann anscheinend. In Barcelona. Barça. Sehr gut. Wir haben schon wieder 63.800 knapp. Ungefähr die Hälfte. Ja, fast genau die Hälfte von dem, was ich brauche. So, Tier 1. Natürlich. Der Alpha. Der Romeo. Der Giulietta. For the win. Ach, guck an, stimmt, der Golf ist ein Tier 1 Wagen und der Golf Performance ist ein Tier 2 Wagen. Stimmt, da hatte ich gar nicht dran gedacht. Dann wundert es mich umso mehr, dass ich den habe. Weil den muss ich irgendwo geschenkt bekommen haben. Naja, gut. Fahren werde ich ihn trotzdem nicht. Geschenkt oder nicht. Da ist geschenkt mir noch zu teuer. Müssen wir mir was für zahlen, damit ich den fahre. Das ist schon wieder Feuerwerk. Ich weiß nicht, was die da haben. Ich würde mir ja mal so eine sternklare Nacht wünschen. So komplett ohne... ja, okay, jetzt ist halt hier mitten in der Stadt quasi. Da sieht man halt keine Sterne, aber... Bei diesen Bergstrecken, da wäre es doch mal cool, wenn sie einfach nur... so einen Sternenhimmel hätten, wo man, weiß ich nicht, so richtig noch so die Milchstraße sehen kann, so ein bisschen und... Ja, sowas halt, oder so Nordlichter, das wäre doch mal ein cooler Hintergrund. Ich meine, Feuerwerk ist auch cool, keine Frage, aber... immer nur Feuerwerk? Finde ich schon ein bisschen, naja. Aber gut, es ist ein Autorennspiel und kein Astronomiesimulator, von daher... soll es mir egal sein. So, was fahren wir eigentlich? Ach, Time Attack, ja. Richtig, ich erinnere mich. So, ein bisschen touchieren ist ja okay. Hab ihn nicht gerammt. So, ach herrlich, mein guter alter Giulietta wieder. Der ist nicht zu schnell, der bricht nicht aus wie bescheuert. Da kann man Rennen mitfahren. Den kann man nehmen. Nein, komm weg da. Oh Mann. So, die erste Runde ganz okay, glaube ich. War ja auch ein fliegender Start. Ah, jetzt bin ich schon wieder Vierter. Alles klar. Doch nicht perfekt die Runde. Aber schon ganz okay, glaube ich. So, wer ist denn da hinter mir? Der... ist mir zu nah dran. Also auch eine sauenge Strecke hier. Okay, die habe ich spät angebremst. Das war ein bisschen knapp.
So, aber die erste Runde kann man eigentlich auch bei einem fliegenden Start nicht wirklich zählen, weil es ja auch immer darauf ankommt, mit welcher Geschwindigkeit man durchs Ziel fährt. Und das war keine Verbesserung. Oh. Immer noch Vierter. Oh. Okay, das finde ich gerade schade. Ist klar. Dachte, die Runde wäre ich deutlich schneller gefahren, aber bitte. Ah, nein. Ja, sowas hält einen natürlich auf. Oh, jetzt bin ich sogar Fünfter geworden. Und da vorne überrunde ich schon den Ersten. Was ist denn da los? So, ich fahre hier mal innen, glaube ich. Jetzt schon zweimal links gefahren, jetzt fahre ich einmal rechts durch. Vielleicht, vielleicht... Ah, das ist auf jeden Fall kürzer. Nein. Ah, scheiße. Okay, die kann ich vergessen, die Runde. Ah, und da ist das Ziel. Wie ich gerade gesagt habe, es kommt darauf an, mit welcher Geschwindigkeit man durchs Ziel fährt, ja. So viel dazu. Oh, Mann. Okay. Der spielt ein bisschen Flipper. So, aber das ist ein Überrundeter. Das heißt, ich hoffe, dass das Spiel so clever ist und nicht zulässt, dass er mich wegrammt. So, jetzt kommen wir gleich wieder durchs Ziel. Ja, das sieht gut aus. Ja, okay. Ja, bisschen die Bande touchiert. Oh, das war eine gute Runde. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Okay, und diese Runde habe ich nochmal die Option auf eine bessere Zeit, weil ich die besagte Zielgeschwindigkeit besser hatte. Okay, die Kurve habe ich allerdings zu stark angebremst gerade. Nein. Ah, scheiße. Okay, aber dritter Platz ist nicht schlecht. Dritter Platz kann man nehmen. Boah, ich bin 2,5 Sekunden langsamer als der zweite. Ja, ich fürchte, dann wird das nichts mehr. Dann kriege ich den ersten wohl nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was der da hinter mir veranstaltet. Der irgendwie vorhatte, mich die ganze Zeit wegzurammen und deswegen gewartet hat. Das war's. 52 Sekunden Rundenzeit, damit Dritter. Haben alle nochmal die Chance zu verbessern? Okay, ja, die waren eh vor mir. Die hatten sowieso schon eine bessere Rundenzeit. Ich kann quasi nur noch nach hinten fallen. Ich hoffe, dass ich das nicht mache. 53, 54, ja, ich glaube, das war's. Aber da sieht man mal wieder. Mit dem Chevrolet Camaro, guck an. Definitiv kein DLC-Wagen. Aber der ist auch recht beliebt. Mit dem kann man auch recht flott fahren. Wobei mich das bei der Strecke so ein ganz kleines bisschen wundert. Weil das ist eigentlich ein übelster, so ein schwerer Driftwagen. Und da sah die Strecke eigentlich nicht nach aus. Aber gut. Dritter Platz, ganz ehrlich, kann ich sehr gut mitleben. Da kann ich exzellent, kann ich damit leben. 15.000 plus 1.200 sind 16.200. Nicht schlecht. Für ein Rennen nicht schlecht. Und da auch ordentlich Punkte gemacht. Großen Schritt in Richtung Level 16. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal.